Wahrscheinlich gab es an vielen Stellen noch andere Sachen, aber ich bin jetzt nicht die Sorte Spieler, die immer 100% spielen muss. Wenn es sich erübrigt, ja, vielleicht, aber ich ziele es nicht drauf ab. Weil ich dafür nicht zwingend die Nerven habe und viel zu viele Spiele offen habe. So, scheinbar ist hier nichts weiter, was wir mitnehmen können. Und bei meinem Glück gibt es jetzt hier richtig Ärger. Okay. Na dann, auf die Tür. Also, wann geht's jetzt los? Keine Ahnung. Mir egal. Du willst das sowieso nicht raus. Glaub mir. Mist! Das Tor ist so nah. Es sind zu viele. Da kommen wir nicht vorbei. Hier bleiben geht nicht. Wir brauchen einen Plan. Ach, keine Ahnung. Hier gibt es eine Menge komisches Zeug. Sehen wir uns um. Natürlich. Siehst du das auch? Nee. Was? Das hier? Da oben. Die Balliste. Hör zu. Ich habe hier genug Material für jede Menge Stupefaccio. Wenn wir die Paste auf die Bolzenspitze schmieren und damit schießen, erzeugt der Aufprall hoffentlich genug Reibung, dass sie sich entzündet. Dann haben wir genug Rauch, sodass keiner was sieht. Wenn es klappt. Was Besseres fällt uns nicht ein. Also holen wir die Balliste darunter. Da oben ist eine Kurbel. Wie kommen wir hoch? Da ist nichts zum Klettern. Irgendwo muss doch... Hey, holt mehr Männer! Wir werden die Patrouillenstärke verdoppeln! Wir müssen uns beeilen. Bald sind noch mehr hier. Tja, keine Ahnung. Dieses Chaos hier. Da könnte was... Ja, was? Da ist ein Karren. Ja, gut gesehen. Schieben wir ihn zurecht. Okay, das ist alles, aber... Achso, der Karren. Ja, gut. Die sind viel zu still. Das Chaos in der Stadt scheint uns gelegen zu kommen. Ja, sie kriegen Angst. Gut. Dann ran an die Kurbel. Also los. Das Ding ist schwer. Hast du sowas schon mal verwendet? Natürlich nicht. Oh, na toll. Was? Da ist dein Gegengewicht. Ich übernehme okay. Die Kurbel, wenn du willst. Ja. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Natürlich. Und abwärts. Es funktioniert. Ja. Kette ist kaputt. Lass los. Gut. Los, zur Tür damit. Schnell. Wir haben nur einen Schuss. Ich weiß. Wenn das schief geht, ist Hugo allein. Und wir sterben. Und das wollen wir nicht. Hier passt es. Halt, das Stupefaccio. Das ist verrückt, Lukas. Das ist jetzt auch egal. Na gut. Da muss Feuer rauf, wa? Passt. Über die Kurbel an der Seite wird sie gespannt. Bin dabei. Und wann machst du die Türen auf? Gar nicht. Schieß einfach durch, sonst entsteht nicht genug Reibung. Was? Wir wissen nicht mal, ob der Bolzen sie durchschlägt. Mach einfach. Mach dich bereit. Bin ich schon. Okay, Achtung. Boah! Puh, ich dachte, wir müssen noch durch. Na endlich, wieso kommt ihr erst jetzt? Naja, ich... Der Kräuterkundler war nicht da und wir mussten auf ihn warten. Aber wir haben alles. Wir müssen ihm das geben. Und zwar schnell, wir haben genug Zeit verloren. Wie geht's ihm? Er ist erschöpft. Er schlief ein, als es besser wurde. Bitte ganz ruhig, er ist in guten Händen. Den Besten sei versichert. Ich hoffe es für euch. Pflicht der Beschützerin, Kapitel 4. Nein. Ja, es ist schwer, doch es muss sein.
zwei Tage schon. Wie kannst du nur tatenlos rumstehen? Das hat er nicht verdient. Ich werde ihn da rausholen. Alicia, tu's nicht. Wenn der Träger die letzte Schwelle erreicht, kommt äußerst selten vor. Sie ist sehr gefährlich. Selbstverständlich sollte er schleunigst isoliert werden. Der Orden hat spezielle Einrichtungen. Ihr wollt ihn wegsperren? Weißt du, wozu dein Bruder fähig ist? Er wird noch viel Schlimmeres anrichten. Hey, er ist nur ein Kind. Das ist nicht seine Schuld. Je mehr ihr ihm wehtut, desto mehr Ratten wird es geben. Und noch mehr Menschen werden sterben. Und genau deshalb müssen wir ihn von hier wegbringen. Während seine Tage sich dem Ende neigen, wird seine Macht stärker. Magister, bitte. Was meint ihr? Amicia, Ego ist verdammt. Die letzte Schwelle bedeutet den Tod für den Träger. Nein. Nein, da muss ein Ausweg sein. Lukas dein wollte... Dein Freund verschaffte euch Zeit, als dein Bruder die erste Schwelle erreichte. Aber das hier ist etwas völlig anderes. Nichts kann es aufhalten. Kein Elixier, kein Trank. Wartet, da ist eine Insel. Er erwähnt immer diese Insel. Vielleicht steckt die Makula dahinter. Das sind kindische Träumereien. Und was haben diese kindischen Träumereien an der Wand eures Labors verloren? Ja, was ist dort? Armes Mädchen, du flüchtest vor der Realität. Akzeptiere dein Schicksal und das deines Bruders. Das Schicksal einer Beschützerin ist es, dem Orden Folge zu leisten. Euer blöder Orden ist mir völlig egal. Ich kenne euch nicht und ich arbeite auch nicht für euch. Lasst mich zu ihm. Hugo schläft, Amicia. Du bist zu aufgeregt, um bei ihm zu sein. Lasst mich durch! Erst wenn du dich beruhigt hast. Du hast es selbst gesagt, die Makula nährt sich von seinen Gefühlen. Hört zu, wir werden, sobald es uns möglich ist, zum Ordensquartier in Marseille aufbrechen. Ich habe Boot und Mann. Joseph, er wartet am Hafen und er muss gewarnt werden. Was mich betrifft, ich werde mich ausruhen. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Lukas, bitte geh zum Hafen und finde diesen Joseph. Ja, Magistra. Amicia, du kommst mit. Passt auf, ihr beide. Geht's dir gut? Ich glaube nicht. Nein. Wusstest du das mit Hugo? Ich wollte es dir erzählen, aber... Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder, Lukas. Ich wusste nicht, dass Magister Vaudeur es dir so sagt. Gott, das ist so... Gehen wir weiter. Ja. Das ist natürlich absolut bescheiden, wenn einem das so vorenthalten wird. Und lass mir auch gucken, sieht gut aus. Oh, Vollmond. Hergehört! Der Graf von Arl hat eine Ausgangssperre verhängt. Auch das noch. Alle Einwohner müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Wer draußen bleibt, wird festgenommen. Da haben wir es. Sie sperren die ganze Stadt ab. Denk an das gesperrte Viertel. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell zum Boot. Ach, die Musik immer. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn dieses komische... Was wird das sein? Kontrabass oder Geigenkratzen ist, ja? Jetzt erzähl ihnen, was das bedeutet. Da, der Wachturm dort hinten. Er führt uns zum Hafen. Bereit machen, Männer. Wir bringen die Fracht bald zu den Docks. Zu den Docks? Da wollen wir doch auch hin, oder? Die Käfige auf dem Karren. Das sind Leichen aus der Arena. Da bringen sie sie also hin. Na toll. Amicia, wenn wir da sind, dann
Hältst du dich mit der Schleuder zurück, ja? Ich glaube, nein. In der Scheune. Wir töten keine Soldaten mehr. Keine Sorge. Ich hab dich verstanden. Mir fällt schon was ein. Jetzt noch mal. Kann es wirklich sein, dass es, also jetzt am Anfang klar, dass es einen Unterschied macht, wie man dann nachher die Aufgaben hier löst? Da wären wir. Gut. Die meisten haben sowieso nur einen Helm auf, da können wir eh kaum was anrichten und ausrichten. Das sieht so schön aus. Aber nochmal zum letzten Mal. Ich würde nicht zwingend in dieser Zeitepoche, gut, das hier ist Fiktion, aber allgemein in der Zeitepoche leben wollen. Dann wäre ich sowieso wahrscheinlich jetzt schon tot. Weil viel zu alt. Lebenserwartung und so. Du wolltest, dass ich Magister Vaudor nach der Insel frage. Wegen des Gemäldes in der Loge. Was hat er gesagt? Dass es nur ein Symbol sei. Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Hugos Traum? Ich weiß. Die Insel, das Erwachen der Makula, der Orden, das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. Auf jeden Fall. Weißt du, wenn du früh morgens nach einem Haufenweise Wein dann aufwachst und dann einfach nur so einen trockenen, mehligen Geschmack im Mund hast. Es tut mir leid, Amicia. Wegen Hugo. Er ist noch nicht tot. Genau. Alles klar. Und vergiss nicht, wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Verstehe. Keine Toten, keine Probleme. Oh, ich glaube, das eskaliert. Ich glaube, das eskaliert. Da wären wir. Wo ist unser Boot? Rot-weißes Segel. Da vorn. Es ist noch da. Zum Glück. Unser Lotse hoffentlich auch. Ja, stimmt. Ich gucke erstmal, ob hier irgendwas ist. Sowas hier zum Beispiel. Sie sieht so schön aus. Ich nehme sie mit. Für Hugo. Das müsste Enzian sein. Der wird ihm gefallen. Ich würde ihm gern so viel mehr bieten. Er liebt alles, was von dir kommt. Da wäre ich nicht so sicher. Blau, blau, blau blühte Enzian. Laut Plinius dem Älteren stammt der Name dieser Pflanze ursprünglich von Genthius ab, dem letzten illyrischen König, der ihre besondere Heilwirkung bei der Reinigung seiner Wunden bezeugte. Die Wurzeln einiger Arten dieser aus den Alpen stammenden Pflanze werden zu einem süß-sauren Likör verarbeitet, der wegen seiner reinigenden und belebenden Wirkung als Aperitif getrunken wird. Als Königin der Berge steht ihre leuchtende, kräftige Farbe für Kummer und Schmerz. Wer einen Enzianstrauß verschenkt, drückt damit eindeutig seine Verachtung aus. Okay, gut. Wir müssen nicht wirklich zu dem Schiff da. Können wir nicht rüberschwimmen? Jetzt ruckelt es an einen Stellen hier. Immer so ein Hacker drin, ne? Salpeter. Ja, ich glaube auch, genau. Dann sollte das nicht Hugo geschenkt bekommen. Ihr solltet schon längst am Tor sein. Da sind sie. Komm weiter, leise. Lass mich in Frieden. Diese Krüge dürfen nicht kaputt gehen. Der Stadt bleibt nicht viel Zeit. Die Stadt braucht unbeschädigte Krüge. Beruhig dich. Genug diskutiert, Soldaten. Bewegung, los! Was machen die da? Nichts Gutes, würde ich sagen. Wir sollten einfach hier verschwinden. Der Vorfall in Guyenne soll dort nichts als Massengräber hinterlassen haben. Ja, und bald landet ihr auch in einem. Die ist so aggro. Wird sie alle umbringen. Ja, das wird schrecklich.
ein Festmahl für die Ratten. Alles klar! Öffnet das Tor! Hey, Neulinge! Ihr wisst, was zu tun ist? Ihr passt auf die Gefäße auf, bis wir auf der anderen Seite sind. Unser Leben hängt davon ab. Hoffen wir aufs Beste. Los. Sieh dir die Mauer an. Ja, die haben sie schnell hochgezogen. Sie versperrt uns den Weg zum Boot. Gehen wir näher ran. Viel Glück, Leute! So, Ressourcen, 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 Ressourcen. So, ich guck mal. Nein! Warum hat so schnell gebaut? Das war so nicht geplant. So, da hinten ist so ein Puffsack da, ne? Da drüben, da. Wir sollen keinen töten. Diese Ruckler gerade. Ich glaube, ich muss dann GeForce Now einmal neu starten. Was ist das hier? Achso, da kommen wir unten durch wahrscheinlich. Ja, da kommen wir durch. Ich muss, glaube ich, nach da oben, hä? Soldaten, bitte Helm. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter noch mal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. Okay, wir können schnell rüber. Der stört. Ah, wir können da hoch. Hier durch. Ja. Ach du Kacke. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Folgen wir dem Wagen und schön die Augen offen halten. Oh, Scheiße. Ach verdammt. Da kommen doch gleich die Ratten. Ich weiß, was hier geschehen ist. Oh, bitte nicht. Sie machen wieder genau den gleichen Fehler. Er steckt fest. Helft uns. Okay, gleich kommen die Ratten. Ins Licht. Nicht weitergehen, Amicia. Oh Gott! Wow. Ach du Scheibenkleister. Das darf nicht sein. Es sind so viele. Wie sollen wir da durch? Ach du ahnst es nicht. Auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist Teer. Und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Ja, ja, versuchen wir's.
hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Pass auf mit den Flammen. Okay, Teer ist was Neues. Das Feuerbecken. Es ist beweglich. Ja. Das ist alles falsch. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Bis die Ratten einmarschieren. Amicia, der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Ausrüstung und Leute. Leute wie Baudin? Wie soll das bitte enden? Weiter geht's nicht. Hierbleiben ist der sichere Tod. Josephs Boot. Wir kommen näher. Wir kriegen auf alle Fälle vier hier Reagenzien zugeteilt. Oh, mehr von ihnen. Das Gebäude links sieht sicherer aus. Gehen wir hier durch. Ekelhaft. Dieser Geruch. Thea, verursacht Kopfweh. Ich höre keine Ratten. Nein, aber sie waren hier. Von innen abgeschlossen. Sieh mal. Das? Eine Teerwerkstatt. Hier werden wohl Bootsrümpfe versiegelt. Die Mechanismen sind noch intakt. Hier riecht es anders. Harz. Das ist ein Mischbecken. Das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Wir sollten weiter. Oh nein, bleib zurück! Sie folgen uns! Keine Panik. Wir haben Harz. Mit dem Verdünner dort oben wird daraus Teer. Ein Teerbecken. Das könnte uns den Weg zur Tür ebnen. Das Fass ist aber ziemlich weit oben. Vielleicht kommen wir irgendwie dran. Mal sehen. Diese Seile bewegen die Plattform. Zum Bedienen muss man die Leiter hinter dem Gitter hochklettern. Wir müssen darüber. Gut gesehen. Wir fabrizieren also Teer. Ich weiß, aber es sollte nicht lange dauern. Dann lass uns loslegen.